Tja, und tödliche Schüsse, die kommen natürlich auch oft aus Schützengräben. Unser Kollege Philipp Piatow, der hatte die Gelegenheit, in genau so einem verlassenen russischen Schützengraben zu drehen. Und es sind wirklich unfassbare Bilder, die er von dort mitgebracht hat. Nach dem raschen Abzug russischer Truppen rücken die ukrainischen Streitkräfte langsam vor, indem sie einzelne Dörfer sorgfältig räumen. Dabei wird deutlich: Russisches Militär hat wiederholt unbewaffnete Menschen in deren Häusern oder auf offener Straße erschossen und gefoltert. Auch in der Nähe des Dorfes Christoforika nahe Mykolaiv waren bis zu 3000 russische Soldaten stationiert. Bildreporter Philipp Piatow hat ihre Schützengräben gefunden. Können wir uns einmal diesen russischen Schützengraben anschauen? Hier in T-Form sieht man das. Hinten liegt Müll, also Konservendosen und Verpackungen, alles was die russischen Soldaten in dieser Zeit zu sich genommen haben. Laufen wir hier einmal an diesem Schützengraben entlang. Das ist so eine der zentralen Straßen dieses Dorfes. Hier ist sehr viel Militärtechnik durchgekommen, Panzer, alles Mögliche, was die Russen hier hatten. Das berichten uns Einwohner. Tja, und so sieht ein russischer Schützengraben aus. Hier mit Abdeckung, hier könnte man rausschauen, durchschießen. Tja, unten ist alles zugemüllt. Und hier waren mehrere Wochen lang russische Soldaten, bis sie eben vertrieben wurden, von der ukrainischen Armee abgezogen sind. Aber ganz viele Bewohner, die auch hier Schreckliches erlebt haben, trauen sich nicht zu sprechen, weil sie nicht wissen, ob die Russen womöglich wiederkommen. Tja, und wenn man dann mit der ausländischen Presse gesprochen hat und die Russen das rausfinden, dann fürchten die Bewohner, dass es dann noch schlimmer wird. Die russischen Truppen hinterließen große Müllberge entlang der Landstraßen. Zeichen eines hastigen Aufbruchs. Da steht es. Rindfleisch, Hüsel, Erbsen, Karotten. Das haben die Russen ja also gegessen.